Hallo ihr Lieben, da ist er wieder. Yeah. Ich habe euch nicht vergessen, ganz bestimmt nicht. Aber ich hatte die letzte Zeit keine Zeit oder irgendwie Muße, noch ein Video zu drehen. Verzeiht mir, so viele Dinge passiert. Vielleicht komme ich im Laufe des Videos dazu, das zu erklären und zu erläutern. Und wenn nicht heute, dann wann anders, weil heute packe ich aus. Wer jetzt auf die Überschrift geklickt hat oder auf das Video geklickt hat, in der Hoffnung, dass ich einen Skandal aufdecke, weil wenn man auspackt, packt man ja auch meistens Geheimnisse aus. Dem muss ich leider sagen, ich packe Pakete aus, weil ich war ja jetzt über 5 Wochen in England. Im Moment bin ich in Quarantäne für 14 Tage, das heißt, ich darf nicht raus. Trotz 4 PCR-Tests, ne, musst du dir mal reinziehen, aber egal. Und ich war in einem Gebiet, wo die Inzidenz bei 7 liegt, aber egal. Weil in England, in ganz England, gibt es Mutationen. Nee, an der Ostküste nicht. Aber egal, ich sitze jetzt halt hier 14 Tage, kurz bis vor meinem 60. Geburtstag und harre der Dinge, die da kommen mögen. Aber als ich wiederkam, hatte ich dennoch Freude, weil ihr wisst, ich habe Abo-Boxen. Das sind 3, auf eine warte ich noch. Und die 3 packe ich mit euch gemeinsam aus. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich bin total gespannt. Weil es sind Abo-Boxen von Mai und eine Abo-Box von Juni. Und eine fehlt mir noch, aber auf die warte ich nicht, weil ich hatte Bock auf dieses Video. Und darum legen wir auch los, weil ich bin mega gespannt, was da alles drin ist. Ich hoffe, ihr auch und ihr bleibt bei mir. Warte mal, kann ich das mit einer Hand halten? Ene, mene, Mist. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Jetzt habe ich noch 2 Stück von Look Fantastic. Ich weiß jetzt nicht, welche Juni, welche Mai ist. Ich mache mal die Türkisfarben auf, nicht wahr? Ihr seid damit einverstanden. Schön, dass ihr euch nicht wehren könnt. So, auf geht's. Look Fantastic Beauty Box. Ihr wisst, ich mache dieses Unboxing sonst nicht. Aber das hat sich angeboten. Weil so viel Neues. So sieht das gute Stück aus. Da kriegst du so einen Kleber. Ja. Wow. Schau dir das an. So kommt die Box bei dir an. Finde ich ja fantastisch. Der Look Fantastic war früher immer so ein kleiner Prospekt dabei, wo dann beschrieben war, was sich darin befindet. Jetzt musst du halt bei denen direkt gucken. Also weiß ich nicht, wie viel Wert das hat. Ich glaube, ich bezahle für die Box 17 Euro oder so. Und Look Fantastic ist die englische Box, die kommt aus London. Und die ist sehr pflegelastig. Also da ist selten dekorative Kosmetik drin. Und genau bei dem bin ich jetzt am Überlegen, ob ich die kündige. Bei so viel Pflege, wie ich hier zu Hause habe, da könnte ich, glaube ich, eine Damenfußballmannschaft mit versorgen. Wollen wir mal gucken. Was habe ich denn hier? Ein Silikon Exfoliating Pad. The Vintage Cosmetic. Sieht ja ganz schnieke aus, ne? Step by Step. Das musst du mit warmem Wasser benutzen. Ich mache das mal ab. Das ist ja crazy hier. Guck dir das an. Hast du so ein Pinjöckel dran? Kannst du wahrscheinlich deine Finger so? Gut. Also warmes Wasser. Dann sollst du deinen favorisierten Cleanser drauf machen. Und dann sollst du gently dein Gesicht abproben. In Motion Cycles. Also so Circular Motions. Das entfernt ganz effektiv Make-up. Schmutz und Bakterien von deiner Haut. Das ist so ähnlich wie von der Oberfläche wie dieses Oreo-Ei, was ich euch auch mal gezeigt habe. Es ist weich, also es ist überhaupt nicht schrabbelig. Das werde ich mal ausprobieren. Und wenn es mir nicht gefällt auf meiner Haut, dann nehme ich das zum Pinselreinigen. Kriege ich nichts. Finde ich schon mal gut. Weiß ich nicht, wie teuer das ist, aber spielt keine Rolle. Dann habe ich Burt's Bees Watermelon. Einen Pflegestift. Burt's Bees mag ich ja, ne? Wo habe ich den denn hier? Seitdem ich diesen gefärbten Lippenstift benutze. Das scheint jetzt ein Pflegestift zu sein, der vermutlich eine Farbe hat. Und da ich nichts auf den Lippen habe, können wir das ja mal ausprobieren.
Lässt sich leicht öffnen, ja. Oh, der sieht nach gar nichts aus. Oh, ist das genial. Wenn du den auf die Lippen machst, dir steigt ein richtig frischer Wassermelonenduft in die Nase, aber er färbt nicht die Lippen, er pflegt nur. Riecht toll. Sehr, sehr schön. Was habe ich denn hier? Kiwi Superfood Cooling Eye Serum. Mein Eye Serum ist gerade alle. Das passt sich ja. Was ist das denn? Von Botanicals. Dr. Botanicals. Ist ja so eine Öko-Firma. Das finde ich gut. Und jetzt kriege ich es wieder nicht auf. Muss was zerstören. Das ist ja genial. Mit Kiwi-Fruchtöl, mit Grapefruit Essential Oil und mit 6 Peptiden versehen. Und Cooling. Guck, so sieht's aus. Cooling ist toll. Gerade bei dem Wetter, ne? Leute, ich sag euch, mein Garten ist draußen explodiert. Ist die Ware gebracht. Fühl mich schon langsam bedroht von meinen Bäumen. Guck. Riecht sehr angenehm, nahezu nach nichts. Na, das macht einen tollen Eindruck, oder? Oh, darüber werde ich euch bestimmt noch mal berichten, wenn ich es ein bisschen ausprobiert habe. Das finde ich massiv spannend. Kommt gleich in meine Pflegeecke. Dann habe ich Stress Check Kind Hands. Soothing Hand Cream for Dry Overwashed Hands. Von This Works. Da weiß ich, die sind nicht ganz billig. Cruelty-free und vegan, ist noch zu, lasse ich zu. 30 Milliliter, finde ich richtig gut, mag ich. So, stellen wir mal hier hin. Dann habe ich hier eine Peeling Mask von eCooking. eCooking habe ich in England benutzt, und zwar das Cleansing Gel. Tolle Sache, ihr seht, das ist über die Hälfte alle, da bin ich. Das habe ich richtig gerne benutzt. Und jetzt habe ich die Peeling Mask von eCooking. Die habe ich hier nochmal irgendwo. Nee, habe ich was anderes. Overnight Food Cream. Siehst du? Fußcreme für über Nacht. Das ist ja auch cool. Peeling Mask. Riecht auch nach nichts. Hat keine groben Partikel. Muss also mit einem anderen Wirkstoff funktionieren. Keine Ahnung, steht nichts weiter drauf, und wenn, dann so klein, dass ich es nicht lesen kann, werde ich euch auch von berichten. Und ich habe noch ein Produkt, und zwar von Comfort Zone Hydra Memory Cream Gel, 24 Stunden Double Hydration Cream Gel. Das sieht ja auch interessant aus, oder? 24 Stunden doppelt ist auch zu, lasse ich auch noch zu. Wie gut. Also der Inhalt dieser Box ist interessant für mich. Scheint sehr hochwertig zu sein. Und da muss ich dann vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich die kündige oder nicht. Weil die Produkte finde ich toll. Was meint ihr? Tja. Ich müsste jetzt von 10 rückwärts zählen, damit ich nicht gleich explodiere. Prost. Schluck Wasser trinken. Der letzte Teil des Videos, den ich abgedreht habe, der ist nicht gespeichert worden, weil ich angeblich schon wieder nicht genug Speicher irgendwo habe. Es ist zum Kotzen. Sorry. Ja, jetzt habe ich die erste Box ausgepackt, und die von Look Fantastic, ich bin jetzt total durcheinander, habe ich hier in 2 Teile geteilt. Und jetzt muss ich einfach die Produkte euch nochmal zeigen. Obwohl sie jetzt alle ausgepackt sind. Ich kann euch aber schon mal die Sektion zeigen, die ich nicht behalte. L'Oreal Handgel, das ist so ein Cleansing Gel mit Desinfektion etc. Behalte ich nicht, weil es von L'Oreal ist. Wir wissen warum, weil ich mag die nicht unterstützen. Ich behalte auch nicht Lip Protection SFP 30 von Ultrasun. Werde ich meiner Tochter geben, weil ich habe schon so einen. Und ich meine, wann brauchst du den mal auf? Und ich behalte auch nicht von eCooking die Peeling-Maske, die mit Sicherheit toll ist,
sie gar keine Peelingkörner beinhaltet. Aber auch die habe ich bereits schon einmal. Und die werde ich auch an meine Tochter weitergeben. So. Jetzt zeige ich euch das. Und es kann sein, dass ich jetzt die aus der anderen Box nochmal doppelt zeige. Weil das ist jetzt eine halbe Stunde her. Ich weiß jetzt nicht mehr, was von diesem ganzen Zeug in welcher Box war. Ne? Ja, kann ich auch nicht gucken. Ist ja weg. Ich fange einfach mal an. Ich habe ein Duschgel. Ein Lemon Shower Gel von Kueshi oder Küschi. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das nennen? Natural. Sieht sehr gut aus. Habe ich auch schon die Nase drüber gehalten. Riecht auch sehr schön frisch. Tolle Sache, genau für Sommer. Für den Sommer, wenn dir warm ist unter der Dusche. Bestimmt Erholung pur. Dann geht es weiter mit den großen Sachen. Das ist der, das ist da, ich glaube, das war aber bei, na, ist ja egal. Das ist jedenfalls ein Aftersun-Produkt mit Aloe. Finde ich sehr gut. Dann habe ich diese Hackenpflaster. Sehr schön. Ja, wie gesagt, habe eine Blutblase. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt oder nicht. Ihr merkt, das erste Video ist wieder total durcheinander. Wir haben einen richtig guten Einstieg wieder. Dann habe ich Stress Check Kind Hands von This Works. Vegan, cruelty-free, tolle Handcreme. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. 30 Milliliter Verpackung ist wieder nur bis hierhin voll. Ich weiß nicht, warum sie die immer so groß machen, wenn gar nicht ganz drin ist. Dann habe ich Kiwi Superfood Cooling Eye Serum. Ja, ist egal, wenn es doppelt ist. Ist doppelt, ne? Bin ich sehr, sehr froh drüber. Freue ich mich total drauf. Burt's Bees habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Das riecht fantastisch. Das ist ein Träumchen. Wenn er das mal irgendwo unter die Nase kriegt, riecht mal dran. Jetzt ist ja auch wieder das Licht aus, weil heute geht wieder alles schief. Nachbarin ist in der Zwischenzeit auch mit dem Rasenmähen fertig. Jetzt können wir also auch wieder weitermachen. Ich habe von Rituals My Body Scrub. Den habe ich euch in der ersten Version auf der Hand gezeigt. Der ist wirklich mit ganz, ganz, ganz feinen Partikeln. Könnt ihr hier noch am Rand sehen. Riecht für mich nicht stark parfümiert oder irgendetwas. Von Rituals bin ich normalerweise stärkere Duftvarianten gewöhnt. Der ist sehr, sehr mild. Werde ich auf jeden Fall unter der Dusche ausprobieren. Freue ich mich irrsinnig drüber. Dann habe ich ein Hair Protection Essential gekriegt. Das ist so ein Trockenöl. Das werde ich mal ausprobieren, weil es ein SPF hat. Und ich glaube, damit kann ich im Sommer nicht viel falsch machen. Freue ich mich auch. Ich freue mich auch über diesen goldenen Eyeliner. Aber ich glaube, den habe ich euch schon gezeigt. Ja, ja. Auch das Ding habe ich euch schon gezeigt. Und da habe ich dann in der Look Fantastic den hier noch drin gehabt. Aus Hanf und Baumwolle. Ist ein bisschen kratziger, aber nur minimal. Ich glaube, ich würde den bevorzugen. Probiere ich beide aus, berichte euch davon. Weil praktisch und bequem sind beide. Und dazu habe ich auch bekommen eine Cleansing Milk. Das finde ich auch sehr gut. Von Balance Me. Da habe ich schon einige Produkte von. Und die weiß ich sehr zu schätzen. Die sind immer gut. Ich habe von Philip Kingsley Styling ein Finishing Touch Gel bekommen. Das ist ein... Ja, ich denke, das machst du in die Hand. Und dann kannst du deine Frisur damit stylen und dann pflegt es auch gleichzeitig, finde ich auch gut. Ich habe einen Lip Tint bekommen von Dr. Lip. Den habe ich schon mal aufgetragen, ich trage ihn aber jetzt nochmal auf. Da, guck, die Farbe ist schön. So ein Pflegestift. Nicht Stift, so eine Tube, kommt in die Handtasche. Mit Red Radish. Das sind rote Radieschenpigmente. Nicht übel, ne? Und 100% Natur. Kannst nicht meckern. Dann habe ich von Essbar eine 24 Stunden Augenfeuchtigkeitscreme gekriegt. Freue ich mich auch sehr drüber. Genauso wie über diese Augenprodukte. Bin ich richtig happy drüber. Werde ich beide ausprobieren und werde ich euch dann auch was zu sagen. Und ich habe ein 24 Stunden Hydrations Gehe mit Double
Hydration Cream Gel von Comfort Zone. Habe ich noch nie was von gehört. Werde ich ausprobieren. Ist noch zu. Lasse ich auch zu, weil ich so viel Pflegecremes habe. Ich weiß nicht, ob ich es im ersten Teil erwähnt habe, aber ich bin damit überlegen, ob ich die Look Fantastic Box kündige, weil da ist so viel Pflege drin, da werde ich in meinem ganzen Leben nicht aufbrauchen. Und darum fange ich jetzt auch an, mittlerweile Sachen abzugeben, sie anderweitig unterzubringen, weil, ne, mache ich hier ein Pflegedepot auf. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Verlosung, wo dann was drin ist, ne? Aber das Video war doch jetzt schon wieder crazy, oder? So habe ich mir meinen Einstieg auch nicht vorgestellt. Ehrlich nicht. Ja, ansonsten geht es mir gut. Aber wenn ihr Fragen zu den einzelnen Produkten habt, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert, dann fragt mich. Wenn ihr etwas über England erfahren wollt, über meinen Enkel etc., fragt mich. Könnt ihr aus unten in den Kommentar schreiben. Ich beantworte euch das. Das wisst ihr auch. Ansonsten freue ich mich auf Mittwoch, weil da stelle ich euch ein paar neue Sachen von Stila vor. Das wollte ich ja schon eigentlich in England abdrehen. Ich habe die Sachen immer noch nicht benutzt und habe sie so original verpackt mit nach Deutschland gebracht. Die möchte ich euch vorstellen und ja, gibt auch noch einiges zu erzählen. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, ne? Unten in die Kommentare. Alles klar, ihr lieben Süßen. Dann bis Mittwoch und ich hoffe, dann bin ich wieder richtig drin im Flow, im Filmflow. Dass mir solche Sachen wie heute nicht nochmal passieren. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.